Ja, hallo nochmal. Ich wollte nochmal kurz aufmerksam machen auf den Todestag von Thomas Sankara aus Obervolta, Burkina Faso, der am 15. Oktober, also am heutigen Tag, im Jahre 1987 als afrikanischer Revolutionär ermordet wurde. Er kam durch einen Staatsstreich an die Macht und wurde der Che Guevara Afrikas genannt. Als er später, am 29. Juli 1987, auf einem Treffen der damaligen Organisation für afrikanische Einheit in Addis Abeba eine Einheitsfront gegen die Schulden forderte. Seine Rede wurde berühmt, weil das, was er ansprach, an die Wurzel der Probleme Afrikas geht. Die Ursprünge der Schulden sind auf die Ursprünge des Kolonialismus zurückzuführen. Geld wurde uns von denen geliehen, die uns kolonisiert haben. Die Schulden seien das Mittel einer geschickt organisierten Rekolonialisierung Afrikas. Und dieselben, die uns in die Verschuldung führten, haben sich aufgeführt wie in einem Casino. Solange sie gewannen, gab es keine Diskussion. Jetzt, wo sie im Spiel verloren haben, fordern sie von uns die Rückzahlung. Sankara schloss mit der Vorhersage, wenn Burkina Faso sich alleine weigert, die Schulden zu bezahlen, bin ich auf der nächsten Konferenz nicht mehr da. Und er hatte recht. 3 Monate später waren er und 12 seiner Mitstreiter tot, von Kugeln durchsiebt. 2 Militärärzte bescheinigten eine natürliche Todesursache. Das war eine Lüge. Am 8. August 2022 sagte sein Onkel Mosiba Sankara, 1987 Botschafter in Libyen, dem Nachrichtenportal Les Faso, wenn man auf internationaler Ebene gegenüber den Großmächten solche Positionen einnimmt, dann hat man zu unserer Zeit kaum eine Chance, lange zu leben. Und genau das ist Thomas passiert. Erst 2015 wurde dessen Leichnam exhumiert, gefunden wurden mehr als Dutzende Einschüsse. Wer das Mordkommando bestellt hatte, ist ungeklärt. Viele Spuren führen ins Ausland. Sankara war nur einer von vielen afrikanischen Politikern, die für den Panafrikanismus, wirtschaftliche Souveränität oder gar Sozialismus eintraten und über Afrika hinaus populär wurden. Wie 1960 Kongos erster Ministerpräsident Patrice Lumumba unter CIA-Aufsicht gefoltert und zerstückelt. Eduardo Mondlane, Gründer der mosambikanischen Befreiungsbewegung Frelimo, 1969 von einer Briefbombe getötet. Und Thomas Sankara am 15. Oktober 1987 erschossen. Chris Hani, Generalsekretär der KP Südafrikas und Chef der ANC-Guerilla, 1993 erschossen. Libyens Revolutionsführer Mohamed al-Gaddafi, 2011 unter NATO-Aufsicht bestialisch ermordet. Am 30. September dieses Jahres begann ein weiterer Staatsstreich unter Führung des 34-jährigen Ibrahim Traore. Demonstranten zerstörten französische Einrichtungen, schwenkten russische Flaggen. Der Pressesprecher Putins, Dmitri Peskow, reagierte, er hoffe, das Land werde rasch zur gesetzlichen Ordnung zurückkehren. Am Donnerstag meldete eine Nachrichtenagentur in Ouagadougou, habe die Koalition Burkina Russland dafür demonstriert, dass Traore Staatspräsident wird. 35 Jahre nach dem Mord an Thomas Sankara ist das Land weitgehend zerstört. Viele klammern sich an Strohhalme. Vielen Dank. Bravo.